Hallöchen, Hallöchen. Daniel ist gerade los. Ich habe mich ja schnell fertig gemacht. Wir haben es jetzt schon gleich 11:45 und heute geht es dem Badezimmer in den Kragen. Das bedeutet, große Putzaktion im Bad. Ich möchte jede Woche einen Raum gründlich putzen und saugen und wischen und alles. Warum ist da ein Tuch obendrauf, was völlig verfrüht? Ich glaube, es kann in die Wäsche. Gut, ja, gerade der Boden hat es wieder nötig und gerade da, wo man halt nicht wirklich oft drankommt, also unter dem Unterschrank und so weiter, da sammelt sich immer so viel direkt, das ist ein Boch. Das heißt, ich werde erstmal alles rausräumen, möchte aber auch den hinteren Flur gleich mitmachen, der ist auch, wenn nötig wird. Werde aber auch versuchen, gleichzeitig noch das große Wohnzimmer, das Wohnzimmer mitzusaugen. Küche habe ich hier gestern. Aua, was ist denn das hier immer? Na, piekst mir irgendwas. Moment. Oh, irgendwas schmerzt mich gerade. Ich muss mal irgendwie... Kann ich euch hier irgendwo abstellen? Ja, hier. Moment. Irgendwas hat mich gerade in meinen Zeh gepiekst. Ich habe keine Ahnung, was... Ich muss es hier auf dem Teppich anscheinend. Keine Ahnung. So, ja. Was wollte ich sagen? Also ich will immer versuchen, die Räume, die ich jetzt schon gemacht habe, in der vergangenen Woche gleich wieder mitzumachen, zu saugen und so weiter und so fort. Und zwar gründlich, also nicht so, ne, nur so ein bisschen, sondern gleich wieder gründlichst, dass man mit dem großen Sauger das macht. Sonst haben wir einen kleinen Sauger, wo ich dann diese ehemals Abendroutine gemacht habe. Jetzt möchte ich das mit dem großen Sauger einmal die Woche gründlich machen. Macht ja auch Sinn. Genau. Und von daher räume ich erstmal alles hier raus. Normalerweise räume ich es einmal in den hinteren Flur, was ich da rausräume. Aber ich versuche es ins Schlafzimmer und in mein Zimmer zu stellen, dass ich hier gleich die große Flut habe, dass ich dann mit dem Sauger überall rankomme. Und dass ich dann erst das und dann hinterher das sauge, sondern gleich alles sauge. Und die beiden Räume, also das Bad und den hinteren Flur, zusammen putzen kann. Also wischen. Genau. Das ist mein Plan. Für Eichhörnchen bräuchte ich den anderen Sauger, den Staubsauger, den Akkusauger, weil der große Sauger schafft das nicht. Der mag den Teppich nicht. Der mag generell nicht so gerne Teppiche. Warum auch immer. Aber da ist der andere besser. Deswegen werde ich es mit dem machen. Genau. Das ist mein Plan für heute. Unter anderem, also das ist mein großer Plan. Und nebenbei möchte ich lesen. Ich habe schon wieder gestern Abend noch ein anderes Buch angefangen. Weil Sohn, weiß ich nicht, der war irgendwie nicht so... mich jetzt nicht so in den Mann gezogen auf den ersten paar Seiten. Habe ein anderes Buch angefangen, ein Kapitel gelesen. Ein Kapitel, ich glaube ja. War okay. Muss ich gucken. Habe dann aber heute Morgen noch ein anderes Buch weitergelesen. Also im Moment ist... Ich brauche ein Buch, was mich richtig packt. So richtig. Bevor ich in eine Leseflotte komme oder sowas, was gerade sich anbahnt, möchte ich nicht. Genau. Und ich möchte vielleicht auch noch ein bisschen was schreiben. Aber das nur vielleicht ein bisschen was abdrehen. Muss ich aber gucken, wie weit ich damit heute alles komme und worauf ich dann wirklich Lust habe. Weil ich möchte mich mit nichts stressen, also das ist einfach nur Sachen, wo ich denke, so darauf hätte ich im Moment Lust. Aber dann muss man gucken, halt, wie gesagt, was jetzt wirklich passiert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange an, nehme euch heute mit und gucke mal, wie weit ich heute komme. Ich weiß auch nicht, also der Boden ist Priorität 1 im Badezimmer und im hinteren Flur, ist logisch. Ansonsten gucke ich, wie weit ich komme. Alles, was ich rausräume, das wollte ich mir gleich sagen, bevor ich mich gepikst hätte, alles, was ich rausräumen kann, was lose ist, werde ich auf jeden Fall abputzen und machen und tun. Ansonsten würde ich gerne den Spiegelschrank schaffen, die Waschmaschine, also von außen, nicht von innen, die Duschwand. Das sind so die drei Sachen, die ich schon gerne machen wollen würde. Alles andere muss man gucken, ob ich dann noch irgendwas hinbekomme oder nicht. Gell? So gut schon wieder. Heute habe ich das Handy wieder an der Backe, weil mein Vater kommt ja nach Hause. Deswegen gucke ich jetzt mal nach, was da gehuhut hat. Da war es auch Daniel, ich weiß es nicht. Und dann geht's hier los. Ach ja, richtig. Meine Tante und meine Cousine sind heute auch zurückgekommen aus Spanien. Und sind jetzt angekommen. Also zumindest schon mal in Deutschland, in Berlin, wie auch immer. Ich klappe dann erst ein paar Verwandtschaftsbesuche ab und dann nach Hause. Aber sie sind schon mal wieder da, was ja auch schon mal schön ist. Das heißt, meine Cousine gerade, ich sag mal, erste. Genau. Ja, mal gucken, wann mein Vater ankommt und der Rest der Truppe. Genau. So. Gut, brauche ich was zu trinken noch. Und dann,
Let's go. Motivation! Nee, eigentlich ist sie da. Also von daher. Okay, passt. Ich habe schon mal alles freigeräumt. Leiter und so weiter. Und genau das meine ich. Das sieht da unten immer, wenn man eine Weile nicht gesaugt gewischt, immer so aus. Ach, da die Seite. Also die. Oh, ich weiß nicht, was das für ein Gammelwasser runterläuft. Fragt mich nicht. Ich stehe alles erstmal da. Normalerweise stelle ich es ja mal in den hinteren Flur. Ist hier alles voll. Aber so ist dann vielleicht doch besser. Dann komme ich wenigstens überall ran. Jetzt habe ich es erstmal saugen. Den ganzen Modder hier wegsaugen. Das ist ekelhaft. Widerlich! Ja, so, ich würde mal sagen, nach dem Saugen sieht es schon ein bisschen besser aus. Ein bisschen. Es muss natürlich jetzt noch gewischt werden. Oh, das ist so anstrengend. Also vor allem bei der Wärme, aber egal. Ich habe das so genommen, also mache ich es jetzt auch. Von daher wird jetzt erstmal Wischwasser angeschmissen. Einmal steht da. Und von daher geht es jetzt mit dem Wischen los. Ich schwitze. Oh Gott. Warum mache ich sowas immer in der größten Hitze? Es kommt mir so vor, als wenn ich es immer in der größten Hitze mache, solche Scherze. Aber gut, es ist gewischt. Es muss nochmal nachgewischt werden an den Ecken, wo ich mit dem Wischi nicht rankomme. Dann nehme ich immer so ein feuchtes Putztuch und gehe dann nochmal drüber. Und auch alle Ecken wechseln und dann hinterher nochmal, da bilden sich auch beim Wischen immer noch Flusen, danach nochmal drüber saugen. Und dann ist der Boden schon mal schicki. Beziehungsweise ich werde auch mit dem, wo ich jetzt ankomme, Wände und so weiter machen. Und das Klo, wo man sonst nicht rankommt, unten. Und den Durchlauferhitzer, das werde ich gleich im nächsten Durchlauf dann quasi machen. Dann nochmal drüber saugen. Genau, erstmal trocknen lassen. Und währenddessen lese ich jetzt. Ich habe heute Morgen jetzt noch ein neues Buch geschnappt. Und gestern Abend noch mal ein anderes. Das werde ich euch jetzt aber nicht zeigen. Macht halt keinen Sinn, wenn ich das hier lese. Ich habe da schon mal angefangen gehabt von einer Weile. Ne? Dann habe ich aufgehört, warum auch immer. Ich hatte mir so, nee, endlich lese ich das doch auch schnell. Müsste doch eigentlich. Dann nehme ich jetzt das. Ist so warm. Ich mache meinen Ventilator an. Gottes Willen ist das warm. Keine Ahnung, wie warm es ist. Ich weiß immer nicht, nee. Ich nehme mal den falschen Knopf. Frag mich nicht, warum. Immer den falschen Knopf. Aber Dani möchte ja, sobald er sein Arm es wieder zulässt, das wechseln. Also wir haben ja jetzt den Ventilator da in der Mitte und die Lampe hier. Die Lampe brauchen wir ja relativ selten, wenn wir irgendwas wirklich sehen, weil wenn es dunkel ist oder sonst was. Also wenn, ne? Ja, wir haben auch gestern Müll zusammengesammelt. Das sieht deswegen da hinten so aus. Und du bist ja neugierig, ja? Das ist Wischwasser, Süße. Das ist kein Badewasser, das ist Wischwasser. So, irgendwas bedeutet den Ventilator, weil er, wenn er in der Ecke sitzt, kommt da keine Luft hin. Hier schon ein bisschen, aber in der Ecke nichts. Ich sehe wieder die beiden dann irgendwann mal tauschen, weil da hinten brauchen wir so gut wie nie. Da sitzen wir ja nur selten, wenn Besuch da ist. Sonst ist er eh mal voll da mit seinem Schmuh. Und dass er das halt einfach mal umwechselt. Das ist der Ventilator hier, haben wir hier wieder mehr Luft und da ist dann halt Licht, das reicht ja auch aus. Hier in der Ecke haben wir ja Licht, das passt dann schon. Genau. So, und ich werde jetzt ein bisschen in Workforce lesen und erst so ein bisschen akklimatisieren, das da wie gesagt trocknen lassen. Diese Katzen, ja, wenn es am meisten wuselig ist, ist sie unterwegs. Immer. Nicht doch jetzt da. Ach, müssen Katzen immer über das Nasse laufen. Muni! Mano! Oh nö. Unser Eins versucht dann nicht durchzulaufen, obwohl ich eben auch durchlaufen musste, um die Kamera zu holen, weil die da hinten lag. Aber. Ja, das sieht auch anders aus. Ich hab's alles Ich bin so neugierig. Katzen sind einfach so mega, super, duper neugierig. Und sie sowieso. Diablo auch, weil er liegt jetzt im Bett und schnorchelt da vor sich hin, aber sie ist so die oberneugierigste. Das habe ich im ersten Blick auf sie, wusste ich, sie ist super neugierig. Das war mein erster Gedanke, als ich sie gesehen hatte. Ja. Naja, gut. Soll sie machen. Besser als irgendwo in der Ecke liegen und da irgendwie total verschreckt sein oder sowas. Dann soll sie lieber durch die Gegend wuseln und neugierig sein. Ist mir zigmal lieber, ne? Ich bin jetzt schon unmotiviert. Es ist so warm.
Aber der Boden und die Wände sind, und das Klo und alles, was da so irgendwie, wo ich nicht rankomme normalerweise. Und die Seitenwand von der Waschmaschine, die sind fertig. Also alles noch schön geputzelt. Und ich muss noch die Fußleisten im hinteren Flur machen. Ich dachte gerade, dieser Fussel will in mein Glas fallen. Nein. Genau. Also allzu viel werde ich den doch nicht mehr machen. Das ist also, dass dieser kleine Raum immer am längsten dauert, ist der Wahnsinn. Also ich werde auf jeden Fall den Spiegelschrank machen. Das ja. Und die Sachen, die wieder reinkommen, das auch. Aber ich glaube, mehr wird es tatsächlich nicht werden. Puh. Und bin so fertig. Ich bin müde, ich habe Hunger. Mal gucken, wann Daniel nach Hause kommt. Er musste um 13 Uhr da sein, es ist 13:35 Uhr. Es könnte also sein, dass er schon auf dem Rückweg ist. Hoffen wir es mal. Mal gucken, was es dann zu essen gibt. Eigentlich war ja noch Bauerntopf angedacht, aber wir haben keine Kartoffeln mehr. Die sind schon matschig. Die sind sehr schnell matschig geworden irgendwie, keine Ahnung. Normalerweise halten sie sich länger, aber die haben wir erst vor kurzem geholt. Die sind jetzt schon richtig matschig. Es gibt auch eine Chili con Carne, aber es ist halt auch so warm, ne? Viele andere Sachen haben wir nicht. Das ist blöd. Und wir gehen morgen wieder einkaufen. Diesmal wieder in gewohnter Konstellation. Das heißt, wir können wieder ein bisschen mehr kaufen, aber halt auch nicht so viel, weil ich immer nicht verschleppen kann. Aber ein bisschen zumindest. Wir brauchen auch Katzenfutter. Dringend. Ja, kann ja keiner riechen, dass er dann da irgendwie. Ich glaube, das war vor dem. Ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal Katzenfutter geholt haben oder wo wir letztes Mal im Marktkauf waren. Ob das. Ja, das müsste vor dem Ganzen gewesen sein. Wir dachten noch, ach, das reicht noch. Dann fiel uns aber ein, dass wir irgendwie dann nicht mehr da, also dass wir nicht hinkommen für mehr. Aber jetzt ist es sowieso schwierig, weil. Ja. Nicht viel schleppen. Oder er muss bestellen. Das geht natürlich auch. Das ist ja bei Zooplus das Futter bestellen. Schauen wir mal. Wir werden sehen, wie wir das am besten machen, was am schlauesten ist. Aber bestellen dauert ja auch noch ein paar Tage. Ah, ist alles schwierig. Es fällt mir jetzt erst ein, dass es ja auch schwierig wird. Werden wir sehen. Es ist ein Problem, das wir morgen haben, nicht heute. Heute ist einfach ein Problem, dieses Chaos der schick zu machen und vor allem das, was auf jeden Fall draußen ist, sauber zu bekommen. Das werde ich auch als allererstes machen, dass es wieder alles reingeräumt ist und dann kann ich immer noch gucken, wie weit ich noch weiterkomme. Genau, wenn nicht, dann ist es beim nächsten Mal dran. Aber dann ist zumindest der Boden wieder schnicki. Das war das größte Anliegen, dass die Böden halt nach und nach wieder gegrundreinigt sind. Ich erfinde neue Wörter. Jo. So sieht's aus. Ja, ansonsten vegetiere ich hier so vor mich hin unter dem Ventilator. Und lese zwischendurch ein bisschen. Aber auch nicht viel, weil ich ja immer wieder da hinten renne. Und weiter schwitze. Und gleich nochmal Wasser sprudeln muss, weil mein Glas ist gleich leer. Eine Flasche aus der Nordsee, eine Pfütze. Das heißt, ich brauche was zu trinken und was zu essen. Ich habe echt Hunger. Aber ich weiß halt nicht, ob er irgendwas geplant hat heute, was wir machen. Wie gesagt, wir haben nicht viel Hackfleisch. Oder wir machen nochmal Nudeln Bolognese. Aber ich glaube, wir haben auch kein Bolognese fix mehr. Wir werden sehen. Ja, ja. Das Hackfleisch muss auf jeden Fall weg. Ich weiß gar nicht, ob das noch haltbar ist. Aber es muss auf jeden Fall weg. Sonst ist es wieder doof. Also wir müssen immer Hackfleisch machen. Nur keine Buletten, bitte. Daniel ist zurück und die große Schnibbelaktion ist beendet. Ich muss am Ende nur alles zusammenrutzeln. Wir hatten nur noch Kartoffeln gehabt. Von daher gibt es doch Bauerntopf. Ja, so sieht's aus. Oh, ich bin immer noch nicht weitergekommen. Stunde später ist es jetzt ungefähr, also ziemlich genau, 14:35 Uhr. Aber gut, hier ist noch ein Kapitelchen. Ich habe zwischendurch versucht zu schlafen, hat nicht funktioniert, weil ich beim Lesen eingeschlafen bin, so ein bisschen so. Ja, dieses Kapitel jetzt zu Ende, dann puzzle ich da. Aber ich glaube, ich will erst was essen und dann mache ich weiter. Wenn man Hunger hat und dann rumpuschelt, das funktioniert nicht so gut.
Aber ich habe ja noch Zeit. Der Tag ist ja noch jung, nicht wahr? Wenn ich bis heute Abend fertig bin, reicht es auch. Mein Vater ist auch wieder zu Hause gelandet. Also alles schnicki. Wahrscheinlich sitzt unsere Kamera die ganze Zeit schön versteckt hinter der A-Säule. So, das Bad ist mittlerweile soweit fertig. Also, was ich heute fertig machen konnte. Nicht alles, nicht so viel, wie ich wollte. Ich weiß nicht, mit diesem Bad ist immer am längsten, weil alles immer so ultra eingestaubt. Wahrscheinlich vom Trockner oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Es ist immer so ultra eingestaubt. Auch nach einer Woche oder nach ein paar Tagen gar schon, wenn ich die üblichen Sachen mache. Es ist alles immer so eingestaubt. Boah, nervt mich das. Aber gut. Für mich reicht's heute. Ich habe mein Buch drüben gelassen. Egal. Ich will eh erstmal ein Tagebuch schreiben und so. Und dann kann ich danach weiterlesen. Ja. Und erstmal hier Bierchen. Naja, eine Spitz. Mein süßes Getränk pro Tag. Manchmal ist es halt auch lieber halber Liter, ne? Aber gut. Jo, nö, das war's dann heute. Großer Putzkampftag mal wieder. Ist halt einmal die Woche, werde ich jetzt irgendwas groß angehen, so gründlichst. Genau, nächste Woche will ich den vorderen Flur machen. Da muss dann ja mal helfen, weil da so viel Zeug von ihm rumliegt, wo ich nicht weiß, wohin damit. Und ich will es halt auch komplett machen. Dass es zumindest außen alles sticky ist. Und dann mal gucken, wie weit ich komme. Und auf jeden Fall auch den Boden sauber wischen. Gründlichst in allen Ecken. Und dann eben gucken, wie weit ich da komme. Weiß ich ja immer vorher nicht, ne? Und so geht es immer weiter. Und dann eben den Saugen ist pro Woche überall durchsaugen. Genau. So sieht's aus. Ja. Und dann müssen wir jetzt schon schlafen. Ich bin müde. Aber anders jetzt auch nicht. Und wir gehen morgen einkaufen, habe ich schon gesagt, weiß ich nicht. Also Wocheneinkauf morgen. Und dann wahrscheinlich wieder Samstag. Also brauchen wir nicht so viel. Katzenfutter hat er jetzt tatsächlich bestellt. Also das wäre echt ein bisschen, habe ich schon gesagt, dass wir morgen einkaufen gehen. Ne? Das wäre echt ein bisschen viel geworden, wenn wir es alle mitschleppen müssten. Wir brauchen auch ein paar schwerere Sachen wieder beim Marktkauf. Und das wäre halt sonst klappt nicht so gut im Moment. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, war es das für heute, denke ich. Es wird sicherlich nichts passieren mehr. Es ist ja schon 8:45. Genau. Bis morgen also.